Gut, hallo und willkommen wieder dabei. Ich bin immer noch dasselbe Spiel und wir wollen jetzt diesen Laser ausrichten. Ich habe das Gefühl, dass ich jetzt an diese Station muss. Ah. Okay, warte mal. Wir können ja hier hin. Ich setze dich mal wieder hin. Du stehst mir nämlich im Licht. So, und den hier bestimmt so hin. Und den hier bestimmt da. Okay. So. Müssen wir dich noch einmal hochfahren? Okay. Ja, siehst du? Hallo? Can you hear me? Kenny, is that you? Natürlich ist das Kenny. Eaten by rust. It worked. Yeah, natürlich. The beam is reaching the tower just as before. The bad news is that I see no return signal from the teleport on your side. It seems that it's either broken or only functioning in one direction. One-way ticket! I won't be able to teleport you back, Kenny. Ja, das macht ja nichts. We need to find some other way to get into the Eastern Province. What are you saying? Ja. You met a giant worm? I've never heard of this biological species inhabiting the Northern Province, but I guess much has changed in the world over these years. Try to contact me from the eastern base as soon as you get there. Ja. I will prepare the crystal to receive the second beam. Versuch das, mein Freund. Versuch das. Be careful, Kenny. Oh, was soll ich dazu sagen? Like other robots, Kenny, mach das Ding! Kenny was never equipped with any complex computational units. Scientific research was not included in his instructions. However, he remembered the knowledge of physics and aerodynamics from the original firmware quite well. Besides, Kenny has always dreamed of flying and spent a long time watching the birds up in the sky. He was not sure whether his idea would work, but there was only one way to find out. Klar, wir sind da nach Ruhe der Welt. Die Idee funktioniert astrein, sieht man doch. Ne, wir Menschen würden einen Furzantrieb nehmen. Kenny's excitement was beyond any expression. The unbelievable feeling of free flight, breathtaking views of land spreading to the horizon, wind blowing in his face, all this gave him a feeling of freedom he never had before. It felt like there was nothing in the whole world that could stop him. Or at least, almost nothing. Außer der Baum natürlich. Klingt logisch. Okay. Hier können wir wieder sammeln gehen. Und, neue Feinde sind da. Was? Oh, das Ding ist cool. So, es bleibt dabei. Wir machen immer noch alles kaputt. Kaputt. Heb auf. Ich meine, von landschaftlichen sieht das ja schon verspielt niedlich aus, würde ich jetzt sagen. Also kann man jetzt nicht sagen, ist das kacke, das Spiel. Nö, ich finde, das ist niedlich, ich meine. Hat auch ein bisschen was gekostet, ja. War ja nicht alles umsonst. Also auch nicht umsonst programmiert oder geschrieben. Ist jetzt nicht so meine Spielgegner, die ich gerne spiele, oder... Überwiegend Spiele, aber so ab und zu kann man sich sich's denn doch mal geben, ne? Ich hab nur Sprung, du Hamsterbacke. Okay. Oh, guck mal, alter VW Bulli. Wie der hier wohl hieß. Oh, dann läuft wieder einer weg. Boah, oh, jetzt hab ich mich erschrocken. Komm. Gesellschaft 3.2. Jetzt auch bei den Technokraten.
Okay. War klar, dass das passiert, und zwar mir. Okay. Nummer 2, wir versuchen es noch einmal. Achso, wir wollten ja erstmal wieder hier hoch. Aber erstmal da hinten einsammeln. Vielleicht gibt es hier noch Ratatouille. Einmal hoch da. Mouse-Catching funktioniert immer noch nicht. Ich sammle alles ein, ich sammle alles auf. Oh, da hinten habe ich was vergessen. Egal. Ach, guck mal, hier wollte ich da vorhin rüberspringen. Von hier ist es doch viel leichter ranzukommen. Tut man sich nicht ganz so doll weh. Schon wieder raus. Also. Mumm. Oh. Eine Festplatte. Nehme ich jetzt mal an, dass es eine war. In diesem Fall eher eine lose Platte, weil die lag ja einfach nur rum. So. Tanta. Aha. Das ist also die Tür, wo wir hin wollen. Und entweder müssen wir die Hippies da gleich besiegen. Oder nicht. So. Ich habe ja schon 60. Ich weiß nicht, wie viele ich brauche. Einfach mal alles mitnehmen, was man findet, ne? Nichts ist vergeben, aber alles umsonst. So. Jetzt kommt schon raufgejumpt. Nö, okay, wenn ich will, hat schon mal. Das muss ja nicht. So, okay. Ta, ta, ta. Ich habe deinen Rücken gesehen. Oh, okay, dich habe ich übersehen. Flam, flam. Ich finde die Dinger ja voll cool. Also irgendwie, also es, das Spiel hat was, weswegen ich gerade nicht aufhören kann, aber ist auf jeden Fall ein lustiges Spiel. Ich kann mir jetzt nicht sagen, dass es so scheiße ist, also. Oh, jetzt wollen wir gucken. Okay. Müssen wir gleich alle eingesammelt haben? Oh, 60 brauchten wir nur, okay. Naja, lieber zu viel als zu wenig. Ziehen sie sowieso wieder komplett ab. Aber vielleicht kriege ich ja irgendwann mal einen extra Bonus oder so. Ich hüpfe jetzt auf euch alle rum. Oh. Oh
Oje, meine. Okay. Bevor wir da lang gehen, gehen wir hier lang. Was finden wir hier? Okay. So. Wenn ich die jetzt hier so hinstelle. Mich interessiert ja mal, warum wollte eigentlich nicht drinnen bleiben. So. Andere Idee. Ich habe keine Ahnung, ob die leeren Fässer so viel wiegen, aber ich habe ja genug leere Fässer hier rumliegen. Warum also nicht probieren? Mal aufnehmen. Hey. Na? Widerspenstiges Ding? Na? Du bist ja so widerspenstig. So, und rein mit dir. Haha! Ich wusste es. Okay, und jetzt? War ja klar. Irgendwas machen die Dinger schon. Deswegen gehe ich immer diese kürzesten Wege, um zu gucken, was da passiert. Okay. Und hier links und rechts ist wahrscheinlich dasselbe Spiel. Ich sammle den hier ein. Hier hin. Du würdest jetzt hier hinpassen und du kommst dann da hinten hin und dann passiert wieder auch was. Okay. Okay. Muss ich bestimmt hier gegenüber nochmal hin und hier noch so ein Rätsel lösen. Und dann muss ich durch die Hämmer wahrscheinlich durch. Ist ja hammerhart. Okay, den brauche ich wahrscheinlich für den Rückweg. Achso, nein, das ist der Weg, den ich... Okay. Gut. Weiß ich da schon mal Bescheid? Das heißt, ich muss hier hin. Hier rechts. So, dann machen wir die Aufnahme jetzt ein bisschen länger, weil wir sind gleich durch. So. Das war jetzt ein bisschen knapp. Ein bisschen Glück muss ja auch dabei sein, okay. Ja. Weil das war jetzt äußerst schwer. Das hier ist am schwersten, finde ich. Also, dieser Sprung hier rüber. Pass auf, und dann finde ich später in den Kommis so einen Kommentar wie, oh, du kannst auch einen anderen Weg gehen. Der ist viel leichter als Rückweg. Oh, ich hab's ja geschafft. Ich hab's geschafft. So, und zwar beim ersten Mal. Ja. Ich bin zwar nicht gut, aber so schlecht bin ich jetzt auch nicht.
ich mir aber mal vorher durchlesen soll, was man machen soll und nicht einfach so ins Blinde reinspringen zu tun. Jetzt hat man eine Ahnung von irgendwas, ob der irgendwas probiert. So. Das ist wie ein kürzester Weg. Es gab ja voll viele. Hä, hey, das ist auch okay. Na gut. Okay. Und jetzt habe ich auch so eine Maske. Jetzt bin ich Maskenman. Oder Maskenrobot. Mit Trommelwirbel. Läuft. Hey. Hello, hello, you living scrap. Bigger be my name. First, me very afraid of you. Much evil around us. But who the labyrinth passes and the mask recovers. Bigger will respect, and so now we'll talk to you. You be the first living scrap who I see with me own eyes. My father's father remembered metal scraps walking in the Iron Village alive, alive. But now they all dead. Where be the Iron Village? Don't ask, won't tell. Dangerous there. Bigger don't go there and don't let his people go. Matumba lives there. Big as a mountain, and loud as thunder. Matumba be very angry, likes no one at all. Ich weiß gar nicht, wie wütend ich bin, wenn ich Hunger habe. Ja, läuft, das Essen ist stehen geblieben. Ach, guck mal, wir hätten ihn King Kong genannt. Gut, das Spiel ist gespeichert. Wir sehen uns dann also beim nächsten Mal, wenn es heißt Batunga Bunga, wir machen den Rest. Also, viel Spaß und bis dann.